Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal des Wanner Friedensforschungsinstituts. Mein Name ist Josef Mühlbauer und heute darf ich euch den Professor Dr. Ulrich Brandt vorstellen. Tag. Könntest du möglichst einfach erklären, was die imperiale Lebensweise ist? Die imperiale Lebensweise besagt, es ist ein analytisches Konzept zum Begreifen der Welt und besagt, dass in den Ländern, vor allem des globalen Nordens, Menschen sich im Alltag, auch im Arbeitsalltag, die Unternehmen selber, auch darüber reproduzieren, dass sie auf Produkte, auf Ressourcen, auf Vorprodukte zurückgreifen, die an anderen Orten zu teilweise schändlichen sozialen und ökologischen Bedingungen produziert wurden. Eben der Turnschuh, das Handy auf der Ebene des Konsums, aber auch die Inputs für die Autoindustrie, die Maschinenindustrie, die Chemikalien, das berühmte Soja für die Produktion von Fleisch, vor allem von billigem Fleisch aus Ländern des globalen Südens. Das ist sozusagen der Kerngedanke. Allerdings argumentieren wir auch, dass es nicht nur ein Nord-Süd-Verhältnis ist, sondern dass auch bei uns in Österreich, in Bulgarien, in anderen Ländern es ja Hierarchien gibt, Ausbeutungsverhältnisse, wenn Menschen in den eigenen Ländern, in der Ernte, in Fabriken, im Pflegebereich zu schlechten Bedingungen arbeiten. Auch da würden wir sagen, das ist imperiale Lebensweise. Also imperiale Lebensweise heißt weniger der klassische Imperialismus, also die politische oder wirtschaftliche Domination von anderen Regionen, sondern heißt erstmal ausgreifend. Und ausgreifend bedeutet, dass es aber dann in der Ware, in dem Vorprodukt unsichtbar gemacht wird. Also wir sehen ja nicht im Handy, unter welchen sozialen und ökologischen Bedingungen das produziert wurde. Und wir versuchen gerade mit dem Begriff, mit den Diskussionen zu dieser Sichtbarkeit, zu diesem, ich sag mal auch Weltverständnis, zu einem anderen Blick auf Welt, auf Ausbeutungsverhältnisse, auf Naturzerstörung hinzuweisen. Mhm. Machen wir mal einen historischen Abriss. 2017 haben Sie ja mit Markus Wissen das Buch publiziert. Hat das einen Pretext? Hat das eine Vorgeschichte? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie seid ihr auf den Begriff gekommen, imperiale Lebensweise? Na, der Ausgangspunkt ist sicherlich die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 folgende. Wir haben es gar nicht mehr rekonstruieren können. Wir haben dann mal in Absätzen den Begriff eingeführt, haben ihn miteinander diskutiert. Und 2011 in dem Buch Vielfachkrise von Alex Dimirovich und anderen haben wir den ersten systematischen Aufsatz geschrieben. Dann gleich 2012, 2013 auch wissenschaftliche Aufsätze, also sozusagen nochmal fundierter die theoretischen Referenzen und so nachgelegt. Und dann haben wir gesagt 2015, wir wollen jetzt eine Monographie schreiben, eine Monographie für ein breiteres Publikum. Der Begriff ist damals schon, also vor der Monographie, in den sozialen Bewegungen diskutiert worden. Auch wissenschaftlich kam er ganz gut an. Aber wir wollen nochmal eine Monographie schreiben, eben, dass es die auch zugänglicher ist, wo wir jetzt keine Theorieverweise haben und anderes. Und haben dann, wir hatten beide Forschungssemester 2016, diesen Text ausgearbeitet, der dann im März 2017 herauskam. Und was uns als Ausgangspunkt interessiert hat, gerade deshalb, ich habe die Krise 2008 folgend erwähnt, wir hatten ja die Politisierung der Klimakrise, wir hatten den Sachstandsbericht des Weltklimarates, des IPCC 2007, mit einer dramatischen Beschreibung der Klimakrise, damals hat man auch Klimawandel gesagt, heute sagt man Klimakrise, warum in der Krise das Geld, also die Stabilisierung der Wirtschaft, so lief, dass das Alte, die Automobilindustrie, die exportorientierten Industrien stabilisiert wurden. Also der Widerspruch, warum trotz einer starken Politisierung der ökologischen Krise, denken wir an die Kopenhagen-Konferenz 2009, ja, die ja sozusagen gekracht ist, weil dort in unserer Begrifflichkeit die Länder nicht von der imperialen Lebensweise halten wollten, aber das war ja ein Riesenproblem für die Weltgemeinschaft. Ne? Dann Paris-Abkommen 2015, also man hat das versucht zu retten. Das wollten wir verstehen. Also was macht dann die Stabilität im Alltag aus? Warum ist es so schwierig, aus den Pfaden, aus den tief verankerten Orientierungen, Wünschen, Machtverhältnissen natürlich auch, herauszukommen? Und so haben wir den Begriff ausgearbeitet. Ja, und jetzt sind wir dabei, das Buch wird gerade in 10 Sprachen übersetzt oder ist schon publiziert. Also es scheint offensichtlich was zu treffen, auch in vielen Sprachen von Ländern des globalen Südens, also oder sagen wir Schwellenländer, Chinesisch, Koreanisch ist schon erschienen, Spanisch und Portugiesisch ist gerade erschienen. Und das ist interessant. Es ist eben keine Diskussion, die nur im Norden geführt wird. Und es ist auch keine moralisierende Kategorie. Also wir wollen ja nicht sagen, liebe Leute, fliegt weniger oder esst weniger Fleisch. Das sollen sie am Ende auch machen. Aber wir wollen vor allem auf die Strukturen, auf die tief verankerten Machtverhältnisse,
die Interessen, die damit verbunden sind, die Naturverhältnisse, also warum es dieses ausbeuterische Verhältnis gegenüber der Natur gibt, das wollen wir sozusagen ins Zentrum stellen, das genauer verstehen. Welche Rolle spielt staatliche Politik, welche Rolle spielt internationale Institutionen und anderes? Also es, die imperiale Lebensweise bewegt sich an entlang mehrerer Dimensionen. Wir haben ja Nord-Süd-Verhältnisse, Mann-Frau-Verhältnisse und so weiter. Das wollen Sie dann auch skizzieren quasi mit diesem Begriff. Ja, wir würden schon sagen, in der neueren Debatte sagt man ja intersektional, also die Vielfältigkeit von Hierarchien, von Machtverhältnissen, Ausbeutungsverhältnissen, ist eben nicht nur die Klassenstruktur, nicht nur eine Nord-Süd-Struktur, nicht nur patriarchale Geschlechterverhältnisse, nicht nur rassifizierte Strukturen, nicht nur jung-alt. Ne? Es gibt für diese verschiedenen Bereiche, ich sag mal, immer eigene Theorien. Und Debatten zeigen ja seit vielen Jahren, das muss man zusammendenken. Die Klassenverhältnisse sind eben ohne Naturausbeutung, ohne patriarchale Geschlechterverhältnisse. Wer macht die Arbeit zu Hause, die sogenannte Reproduktionsarbeit, die Sorgearbeit und anderes überhaupt nicht zu denken. Und diese Diskussion haben wir aufgenommen. Wir haben mit vielen auch Feministinnen, die aus den Diskussionen kommen, diskutiert. Wir haben natürlich mit Kollegen, ich habe jetzt einen Forschungsschwerpunkt Lateinamerika, aus Lateinamerika das diskutiert. Wir haben natürlich diese Klassendimension relativ stark, obwohl uns immer wieder vorgeworfen wurde, wir würden eher eine Konsumkritik formulieren, was wir definitiv zurückweisen. Wir wollen gerade die tiefen Ungleichheitsverhältnisse in der Gesellschaft stark machen. Und wir haben auch natürlich eine Kritik an den kapitalistischen Dynamiken, auf denen ja Klassenverhältnisse, Geschlechterverhältnisse, rassifizierte Verhältnisse und gerade auch Nord-Süd-Verhältnisse aufruhen und die sie weiter verstärken. Also der globale Kapitalismus, dann sprechen wir über die Investitionsmacht von Unternehmen, dann sprechen wir über bestimmte Entwicklung von Produkten. Ne? Die übernächste Handy-Generation wird jetzt geplant. Dann sprechen wir über den Übergang vom Verbrennungsmotor zur eben Automobilität und nicht raus aus der Automobilität, weil da natürlich massive Interessen dahinter sind. Wir sprechen über die Ambivalenzen, in denen Gewerkschaften verstrickt sind, ne? Die ja einerseits völlig zu Recht die Beschäftigungsverhältnisse ihrer Mitglieder verteidigen wollen, gute Arbeitsverhältnisse, gute Löhne und gleichzeitig basieren die guten Löhne in einem Land, eben im globalen Norden, vor allem Österreich, Deutschland, jetzt vielleicht weniger Bulgarien, auch auf der Ausbeutung von Naturressourcen, von anderen Menschen. Und da zeigen wir jetzt nicht mit dem Zeigefinger auf die Gewerkschaften, ah, das ist ja ganz schlimm, sondern das als Dilemma zu benennen. Und wir finden gerade in den Gewerkschaften, wir sind viel eingeladen zur Gewerkschaftstagung, weil offensichtlich die natürlich eher kritischen, progressiven Leute mit dem Begriff was begreifen, ne, und anknüpfen wollen. Und das mehr können wir nicht machen als Wissenschaftler, ne, dass wir sagen, wir können Diskussion anstoßen, wir können Irritationen stiften, wir können eben einen Interpretationsrahmen bieten, der vielleicht Neues aufmacht, ja, eben ein anderes Weltverständnis. Mhm. Sie haben erwähnt, diese imperiale Lebensweise enthält Widersprüche. Und auch da gibt es ja mehrere Dimensionen. Also Kapitalarbeit ist ja schon ausführlich beschrieben, auch bei Karl Marx. Und dann eben die unendliche Akkumulation, was ja den Kapitalismus ausmacht. Und die Umweltproblematik, auch das haben wir angesprochen. Und dann gibt es natürlich auch den Widerspruch zwischen Kapitalismus und Demokratie. Auch anhand dieser drei Ebenen bewegt sich die imperiale Lebensweise. Ja, das ist eine sehr spannende Frage, über die wir viel nachgedacht haben, viel diskutiert haben. Wir würden sagen, dieser Strukturbegriff, also ein Begriff, um die Welt zu begreifen in ihrer Vielfältigkeit, in ihrer Produktivität. Kapitalismus ist ja was ziemlich Produktives, ja, wenn wir an die Hochtechnologie denken und anderes, aber eben auch was enorm Destruktives. Das ist, glaube ich, der Grundwiderspruch in der kapitalistischen Produktionsweise. Diese Faszination, ne, dass da so viel Neues entsteht, aber eben auch diese unglaublich destruktiven Implikationen. Und jetzt können wir ganz viele Widersprüche entfalten. Der Hauptwiderspruch, was uns sicherlich motiviert ist, darauf hinzuweisen, warum die offensichtliche Zerstörung der Umwelt, ist ja nicht nur die Klimakrise, es sind Ressourcenfragen, es ist die Zerstörung der Umwelt vor Ort in vielen Ländern, die Verschmutzung der Wässer und anderes, warum ist das ein großes Thema und wir kommen da so schwierig an, ne? Aus politischen, ökonomischen, aber eben auch aus Alltagsgründen. Klar, der zweite Widerspruch im Kapitalismus ist das Arbeit-Kapital-Verhältnis und damit auch gepaart sozusagen Kapitalakkumulation, also was Marx die erweiterte Reproduktion des Kapitals nannte, dass sozusagen die Wachstumsorientierung, also die expansive Dynamik des Kapitalismus,
ja auch für die Beschäftigten was hat. Also ein Kapitalismus, der wächst, hat mehr zu verteilen, und zwar auch im globalen Süden. Ne? Wenn die Preise für die Ressourcen hoch sind, für die agrarischen Rohstoffe, dann gibt es tendenziell mehr zu verteilen, obwohl natürlich der Hauptanteil der Profit bleibt. Und dieser Kompromiss, vor allem im globalen Norden, ja, wo es eben Arbeitsrechte zum Glück gibt, wo es Gewerkschaften gibt, wo viele Menschen auskömmlich leben von ihrer Lohnarbeit, im Unterschied zu vielen Ländern des globalen Südens, dass dieser Kompromiss auf dem Rücken der Natur ausgetragen wird. Also ich sag mal so, der Anspruch auf sozialen Fortschritt, vielleicht sogar auf soziale Emanzipation unter kapitalistischen Verhältnissen, ist immer einer, der andere Verhältnisse, vor allem gegenüber der Natur, aber denken wir auch an die Geschlechterverhältnisse und an die Nord-Süd-Verhältnisse, sozusagen darauf basiert. Das ist, glaube ich, ein zentraler Widerspruch. Und dann habe ich schon einen anderen angesprochen. In den Nord-Süd-Verhältnissen gibt es ja enorme Entwicklung im globalen Süden. Denken wir an China, an viele andere sogenannte Schwellenländer. Aber gleichzeitig wird auch das mit enormer Naturzerstörung erkauft. Auch das wird mit unglaublichen Ausbeutungsstrukturen und Dynamiken in den Ländern verkauft. Also Stichwort Weltmarktfabriken in China, wie Menschen im ländlichen Raum arbeiten und anderes. Also das ist auch ein sehr klassenorientiertes Projekt, auch in China, obwohl das immer noch sich kommunistisch nennt, das Land. Ein weiterer Widerspruch, den wir im Buch angedeutet haben und vor allem in dem sechsten Kapitel Imperiale Automobilität, was interessanterweise eines der am stärksten rezipierten Kapitel ist, das scheint uns sehr gut gelungen zu sein, wo wir auf die subjektive Ebene hinweisen. Also wir schließen an, natürlich stehen wir in der Tradition der kritischen Gesellschaftsforschung und schließen an einen Begriff von Antonio Gramsci, einem wichtigen Denker vor 100 Jahren, Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens, war dann von Mussolini verfolgt, hat viele Jahre im Gefängnis verbringen müssen, obwohl er eigentlich Abgeordneter im italienischen Parlament war, also gewählter Vertreter. Und Gramsci hat den Begriff des widersprüchlichen Alltagsverstands geprägt. Gramsci hat stark gemacht, dass die Menschen doch nicht einfach nur auf Geizesgeil abfahren. Hauptsache, ich habe einen guten Job, Hauptsache, ich habe ein fettes Auto und so weiter und so fort. Sondern die Menschen wissen ja um Umweltzerstörung. Sie wissen doch, wenn sie Kinder haben, dass sie vielleicht ein, zwei Generationen vorausdenken. Sie wissen oder ahnen, was im globalen Süden läuft. Sie haben eine Erfahrung, gerade wenn sie selber schlechte Arbeitsbedingungen haben, aber vielleicht noch einigermaßen gut verdienen, ne, im globalen Norden. Das stimmt doch nicht, das geht doch nicht. Und diese subjektive Ebene, also diese auch Bearbeitung dieser permanenten Zerrissenheit, die jetzt sich nicht dauernd äußert, beziehungsweise sie äußert sich in Depressionen in unserer Gesellschaft, in Burnouts und anderem, aber natürlich funktioniert auch viel. Und unser Punkt wäre zu sagen, das ist auch wichtig, also erstmal analytisch, es ist eben nicht alles kapitalistisch gedacht. Also die Diagnosen, die sagen, die Menschen wollen das so. Die Menschen wollen Wachstum. Die Menschen wollen billige Produkte. Das würden wir zurückweisen. Also auf der analytischen Ebene. Aber auch politisch ist natürlich enorm wichtig, ja, was jetzt die Fridays for Future-Bewegung erreicht hat, zu sagen, dieser widersprüchliche Alltagsverstand ist ein Ansatzpunkt für uns. Da gibt es durchaus eine Sensibilität für die Klimakrise, für Umweltprobleme, für Nord-Süd-Ausbeutung. Aber erstmal habe ich ja in meinem eigenen Alltag überhaupt keine Handlungsmöglichkeit. Was kann ich denn machen? Ich mache meinen Job, ich werde sogar vielleicht erniedrigt bei der Arbeit, ich bin gerade noch froh, dass ich den Job halte, dass ich nicht rausgeworfen werde. Andere haben vielleicht einen besseren Job, haben mehr Einkommen. Da spielt Statuskonsum eine wichtige Rolle. Das ist ja auch nicht alles Freiheit. Statuskonsum kann ja auch Druck sein. Ne? Mein Nachbar, die machen schon die dritte Kurzreise dieses Jahr. Warum hängen wir eigentlich nur zu Hause? Die haben schon wieder ein neues Auto und so weiter und so fort. Und da anzusetzen, auch wieder nicht moralisieren, sondern zu sagen, vielleicht muss im Bereich von Mobilität einerseits natürlich es eine öffentliche Auseinandersetzung geben. SUVs geht gar nicht. Wahrscheinlich muss es mittelfristig auch Politiken geben, SUVs zumindest in den Städten zu verbieten, weil sie so viel Raum einnehmen. Aber andererseits dann auch Angebote zu machen, den öffentlichen Verkehr auszubauen, attraktiv zu machen, das Auto vielleicht nicht so attraktiv zu machen, in Wien jetzt keinen Lobautunnel zu bauen. Jede Straße erzeugt mehr Verkehr, das wissen wir aus vielen Untersuchungen, etc. etc. Also das wäre so eine subjektive Ebene, die ein Ansatzpunkt ist. Vielleicht der letzte Punkt, die Widersprüchlichkeit, die wir stark machen wollen, ist die Begrenztheit von Politik, dass Politik, auch wenn sie jetzt sagt, wir machen European Green Deal, wir gehen wirklich voran, Europa soll die wettbewerbsfähigste Region sein, aber natürlich grün, ne, klimaneutral etc., dass die Politik systematisch im Kapitalismus
Wachstum getrieben bleibt. Auch wenn es grünes Wachstum ist, wissen wir aus vielen Studien, Wachstum bedeutet Naturverbrauch. Es gibt keine absolute Entkopplung zwischen Wirtschaftswachstum und Naturverbrauch. Also dass der Naturverbrauch abnimmt oder zumindest nicht mehr zunimmt. Das ist in einigen Bereichen, kann das der Fall sein, aber nicht insgesamt. Das ist ein zentraler Widerspruch, der in der Politik oft dazu führt, dass so Prozesse der ökologischen Modernisierung, eben grünes Wachstum, wir machen mehr Investitionen in die ÖBB, aber die Automobilität wird nicht in Frage gestellt. Und vielleicht das letzte Argument bei den Widersprüchen: Die Politik bleibt in diesem Korridor der ökologischen Modernisierung oder ökokapitalistischen Modernisierung. Und gleichzeitig gibt es von der Politik und in der Gesellschaft eine starke Ansprache gegenüber den Individuen. Wenn du nur grün konsumierst, wenn du das Elektroauto dir zulegst, wenn du vielleicht dann doch mal eine Fernreise mit dem Zug machst, dann kriegen wir das hin. Und da weisen wir darauf hin, dass es eine Individualisierung von Verantwortung, die problematisch ist, die so tut, als wenn am Ende der Konsument, die Konsumentin die Entscheidung trifft über die Zukunft des Planeten. Aber es sind natürlich mächtige Investitionsentscheidungen. Es sind mächtige Interessen von großen Investmentfonds, von Ölfirmen, von großen Agrarunternehmen, die vor allem ja die imperiale Lebensweise vorantreiben. Wir sagen ja auch immer imperiale Produktion zur Lebensweise. Und auch darauf wollen wir hinweisen, auch das kommt in den Diskussionen ziemlich gut an, dass es eben nicht darum geht, wie gesagt, die Einzelnen sollen verantwortlich handeln, das ist nicht mein Punkt, aber es ist nicht sozusagen die Lösung, dass jetzt nur die Einzelnen sozusagen die Welt retten. Mhm. Jetzt haben wir viele Widersprüche aufgezählt. Dennoch ist diese Lebensweise sehr stabil und tief verankert in unserer Gesellschaft, auch was unser Denken betrifft, unsere Sehensweise, wie Ilya Trojanow sagt. Wie erklären Sie sich das, dass diese Lebensweise trotz dieser Widersprüche, die ja, wie Sie gesagt haben, gesehen werden, bewusst oder unbewusst, wie kann es sein, dass sie trotzdem so stabil ist? Na, erstmal ist, heißt ja Widerspruch nicht, dass es kracht. Ein Widerspruch heißt, es ist eine Bewegungsform, ja, wie Hegel und dann noch vor allem Marx gesagt haben. Widerspruch ist ja nicht, es gibt immer Krise. Mein Argument vorhin war ja, der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit wird kompromisshaft bearbeitet, nämlich über Wirtschaftswachstum, über Verteilungsspielräume zulasten der Natur. Also Widersprüche werden verschoben, sehr stark in die Zukunft, Stichwort Klimakrise und anderes. Die Frage der Stabilität stellt sich auf verschiedenen Ebenen. Also einerseits natürlich, ich sag mal, makroökonomisch. Also wann ist ein kapitalistisches System mehr oder weniger stabil? Und das heißt im Kapitalismus Wachstum, weil dann die Verteilungsspielräume größer werden, weil die Profite eingestrichen werden können auf die Investitionen und anderes. Ich würde aber sagen, die Lebensweise ist auf keinen Fall stabil, was die ökologische Frage angeht. Also der Kapitalismus und vor allem der sogenannte Fordismus, also der Kapitalismus, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg herausbildet, Massenproduktion, Massenkonsum und anderen, das ist ja die Ursache der ökologischen Krise. Dieser Widerspruch ist immer mehr am Krachen. Aber andere Widersprüche, das ist auch unser Argument mit der imperialen Lebensweise, werden eben damit bearbeitet. Also vor allem der Kapital-Arbeit-Widerspruch, aber auch Nord-Süd. Wir stehen jetzt im Jahr 2021 wahrscheinlich am Beginn eines neuen sogenannten Superzyklus der Rohstoffpreise. Ja, das wird ja dann heißen für die rohstoffexportierenden Länder, in vor allem im globalen Süden, auch in Osteuropa, dass dort mehr Einkommen ist. Also wird auch der dortige Widerspruch, in einer abhängigen Gesellschaft zu leben, viel mehr Ausbeutung zu haben als im globalen Norden, auf der Gesamtebene, der wird bearbeitet, dass dann vielleicht doch Regierungen mehr zu verteilen haben. Dritter Aspekt der Stabilität ist die des Alltags. Auch wenn es immer wieder zu Krisen kommt auf der subjektiven Ebene der Menschen, wird, wenn Menschen Arbeit verlieren, wenn sie Burnout-Gefahr laufen oder im Burnout sind, wenn sie unglücklich sind, ich sage mal wirklich so zugespitzt, wenn sie unter den Verhältnissen leiden, dann wird das ja nicht der imperialen Lebensweise zugeschrieben, sondern sich selber. Der Diskurs des Kapitalismus ist ja, du bist für dich selber verantwortlich. Die protestantische Ethik von Max Weber und vielen anderen, du bist der Schmied oder die Schmiedin deines Glücks. Auch das versuchen wir genau in den Griff zu bringen. Also ich würde immer sagen, es ist ein permanenter Versuch, Stabilisierung herzustellen. Auf der subjektiven Ebene müssen wir das, sonst funktionieren wir nicht im Alltag. Auf der gesellschaftlichen, auf der makroökonomischen Ebene. Aber es ist immer wieder krisenhaft. Das sehen wir in der Wirtschaftsfinanzkrise 2008. Das sehen wir natürlich jetzt in der Corona-Krise. Ja, wie
die Naturverhältnisse, also die Tatsache, dass die Landwirtschaft industrialisiert wird, dass die Natur nur als auszubeutende Ressource gesehen wird, das wird jetzt sehr krisenhaft und hat die ganze Welt jetzt über ein Jahr in Atem gehalten. Also um es vielleicht zusammenzufassen, Menschen auf der individuellen Ebene, Gesellschaften, politisch, ökonomisch, haben schon immer Versuche der Stabilisierung, der Aufdauerstellung bestimmter Verhältnisse. Sie wollen keine Krisen. Und trotzdem bleiben die Widersprüche ja da. Ja, und manchmal krachen sie. Stichwort Corona-Krise, Stichwort Finanzkrise. Und sie ist am dramatischsten am Krachen, wenn wir an die ökologische Krise und die Klimakrise denken. Weil dann, im Gegensatz zu einer Wirtschaftskrise, die Bearbeitung dieser Krise, ja, wir können es gar nicht vorstellen. Wenn die Tipping Points der sich jetzt auftauenden sibirischen Frostböden, wenn der Golfstrom abreißt und anderes, das sind ja Dimensionen, auf die ist die Gesellschaft institutionell, diskursiv kaum eingestellt, außer mit einer katastrophischen Darstellung, wie schlimm alles wird, was es vielleicht auch wird, ja. Aber wir haben ja kaum gesellschaftliche Antworten, wie wir damit institutionell auf der subjektiven Ebene politisch, ökonomisch umgehen. Wie kommen wir zu einer Postwachstumsgesellschaft, die aus diesem unglaublichen Drive Wachstum, Wachstum, Wachstum herauskommt? Ja. Auf der ideologischen Ebene sehen wir das ja mit zum Beispiel Josef Schumpeter, der meint, die schöpferische Zerstörung bringt die Gesellschaft voran. Und da wird ja utilitaristisch eben in Kauf genommen, eben Umweltschäden und so weiter zu Lasten künftiger Generationen und so weiter. Also es ist ja auch eine herrschende Ideologie, oder im Washingtoner Konsens sieht man das auch, diese Forcierung einer neoliberalen Globalisierung. Und auf einer anderen Ebene, Sie haben ja Gramsci erwähnt, es gibt ja Hegemonie, also sprich Zwang und Konsens. Also nicht nur Kompromisse und Zugeständnisse, sondern eben auch Zwang. Also diese Lebensweise beruht ja schlussendlich auch auf Krieg, Ausbeutung. Marx nannte das die ursprüngliche Akkumulation, also sprich Raub, Plünderung, Enteignung und so weiter. Also es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Dimension dieser imperialen Lebensweise. Und die unsichtbare ist im globalen Norden oftmals nicht so gewaltvoll, habe ich das Gefühl. Also wir haben ja keine Bürgerkriege im globalen Norden und so weiter, wie es im, was sich im Bereich vom Niger-Delta gibt und so weiter, wo es Ressourcen auszubeuten gilt und so weiter. Vielleicht macht uns das im globalen Norden auch ein bisschen, ich möchte nicht sagen blind, aber vielleicht stecken wir dann diese Widersprüche einfacher weg, oder es ist für uns leichter zu verdauen. Wir können gemütlicher schlafen wahrscheinlich, weil wir es nicht permanent sehen vor unseren Grenzen oder... Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde unterscheiden zwischen Widerspruch und Gewalt und Zwang. Also der Widerspruch, das ist ja ein analytischer Blick um die Verhältnisse, die eben nicht Friede, Freude, Eierkuchen sind, die nicht der Markt wird es richten, das Individuum soll seinen Nutzen maximieren, die unsichtbare Hand des Marktes, die schöpferische Zerstörung. Das sind ja starke Vokabeln, um sowas wie eine im Grunde funktionierende Gesellschaft zu beschreiben. Und da sagt die kritische Gesellschaftsanalyse, nein, es gibt strukturelle Widersprüche, die sind zumindest unter kapitalistischen Verhältnissen nicht auflösbar, aber sie werden bearbeitet. Und jetzt werden sie bei uns, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weniger gewaltförmig, weniger offen gewaltförmig bearbeitet. Aber wenn wir jetzt den Anstieg der Gewalt gegen Frauen in Österreich sehen, halt doch, ne, das ist ja ein Fakt, ein dramatischer Fakt. Also auch hier gibt es Gewalt und anderes. Und unser Argument im Buch ist, was auch ziemlich rezipiert wurde, die imperiale Lebensweise ist doch bei uns ein Zwang, ohne dass er als solches empfunden wird. Die imperiale Lebensweise hat ja unglaubliche normalisierende Dynamiken. Das, was normal wird, ich gehe in den Supermarkt, ich gehe zum Hofer, weil es günstiger ist, die Billigreise für 1999 nach Mallorca, die Arbeit in einem Unternehmen, wo ich ausgebeutet werde, aber es gibt ja eh keine Alternative. Das ist unser Argument. Und das ist natürlich im globalen Süden oft anders, wenn es die offenen Konflikte gibt gegen Bergbauunternehmen, gegen Wasserverschmutzung, gegen die Zerstörung der Lebensgrundlagen. Die imperiale Lebensweise hierzulande führt für viele Menschen nicht unmittelbar zur Zerstörung der Lebensgrundlagen. Es wird also nicht als Gewalt empfunden und unser Punkt oft auch nicht als Zwang. Und deshalb nochmal die Brücke zu meinem Begriff des widersprüchlichen Alltagsverstands. Wir versuchen, es ist ja kein Manifest, ist ja kein politisches Manifest, das Buch, ja, aber darauf hinzuweisen, dass das Leiden an den Verhältnissen auch im globalen Norden da ist und dass das politisch bearbeitet werden müsste von sozialen Bewegungen, von progressiven Parteien. Ne? Also dass auch eine Sozialdemokratie nicht nur sagen kann,
wir brauchen mehr Wachstum, damit wir mehr verteilen, sondern wir erkennen an, die Menschen leiden an den Verhältnissen. Sie leiden vielleicht eben auch am Statuskonsum. Und das heißt jetzt nicht, dass wir paternalistisch sagen, bitte kauf dir das nicht mehr, sondern was sind denn die Bedingungen eines guten Lebens für alle? Was sind die Bedingungen von Solidarität, ohne dass es jetzt auf der subjektiven Ebene als Verlust wahrgenommen wird? Da kommen wir in ganz interessante Dynamiken. Und deshalb würde ich sagen, bei uns ist in vielen Bereichen, nicht in allen, ne? Es gibt Gewalt an Frauen, es gibt Rassismus, ne? Das ist auch ganz oft offene Gewalt. Das sollten wir unbedingt sehen. Aber es gibt eben gerade auf dieser sozioökonomischen Ebene, auf dieser, ich sag mal, Vergesellschaftung durch die Ausbeutung von Menschen und Natur über die eben Handys, Billigprodukte etc. etc., da tritt der Zwang zurück. Und der wird eben nicht empfunden, wenn ich nach Alternativen suchen würde. Also erst, wenn ich ausbrechen möchte aus der imperialen Lebensweise, wenn ich anders leben möchte, wenn ich am Land mein Auto verkaufen möchte, wenn ich auf Statuskonsum verzichte, und zwar in, ich sag mal, einer Normalgesellschaft, nicht im progressiven Spektrum, dann wird es zum Zwang. Wenn ich blöd angeschaut werde, dass ich nicht dauernd neue Sachen kaufe, dass ich vielleicht nicht anbauen möchte im Eigenheim, Carport und andere. Ja, ich will das jetzt nicht lächerlich machen, aber mein Punkt wird, glaube ich, klar. Wenn ich nicht sozusagen immer modernisiere und wenn das dann mir selber zur Last wird, dann wird es als Zwang empfunden. Solange ich mitmache, dann nicht. Ja? Und da vielleicht jetzt noch ein letzter Gedanke. Wie gesagt, wir stehen ja in der Tradition der kritischen Theorie. Leute wie Theodor W. Adorno und andere haben ja darauf hingewiesen, schon vor 80 Jahren, dass der Konformismus in unserer Gesellschaft enorm stark ist. Ja. Und die imperiale Lebensweise legt permanent Konformismus. Mach mit, mach die Normalität mit. Die Normalität, Wachstum im Alltag, mehr Einkommen, mehr Konsum, lass dich mehr ausbeuten, also akzeptiere, dass die Arbeit verdichtet wird. Mach auch damit, weil du hast ja was davon. Ja. Und das genauer zu begreifen, im Blick zu nehmen und dann da politische Alternativen zu formulieren, das ist unser Anliegen. Vielleicht bleiben wir bei einer Kuchenmetapher. Vielleicht ist es leichter, dann das Ganze zu begreifen. Der Kuchen, so die Forderung, muss wachsen. Warum muss er wachsen? Damit die Mehrheit einen kleinen Stück vom Kuchen abbekommt. Und proportional wird aber der Kuchen immer größer, aber das Stück immer kleiner für die Mehrheit. Also auch das ist so eine Ambivalenz. Also einerseits muss der Kuchen wachsen, andererseits für die Mehrheit wird der Kuchen aber trotzdem immer kleiner. Obwohl sie eigentlich den Kuchen produzieren. Ja, aber das ist eine wichtige Beschreibung. Nur die Erfahrung ist ja eine andere. Die Erfahrung ist doch in einer Gesellschaft wie der österreichischen, vielleicht auch wie der bulgarischen, selbst wenn es den Eliten besser geht, den Vermögenden, Hauptsache mir geht es ein bisschen besser. Das ist ja eine Erfahrung, die auch richtig ist. Ne? Also ob ich jetzt eine Lohnerhöhung bekomme im Jahr oder nicht, ob ich mehr Urlaub habe im Jahr oder nicht, oder Arbeitszeitverkürzung, das ist ja ein völlig legitimer und wichtiger Anspruch. Und das Denken, wird das jetzt überproportional, sagen wir, die Verteilungsfrage oder die Ungleichheitsfrage, die muss ja erst politisiert werden, die muss ja erst politisch angesprochen werden. Ne? Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, jetzt aus Sicht auch nochmal der imperialen Lebensweise, es ist ja nicht nur der Kuchen, der wächst, sondern was ist im Kuchen drin? Also was sind die Ingredienzen? Aus was besteht der Kuchen? Da würden wir sagen, der besteht aus ziemlich viel Chemie und industriellen Zusätzen, die nicht besonders gesund sind. Und ein Kuchen, der einerseits gar nicht mehr so stark wachsen müsste, aber auch andererseits gesundes, gutes, gut schmeckt, der wäre ganz anders. Also nicht nur, also wir würden ja argumentieren, es geht nicht nur darum, ein bisschen weniger zu haben, es geht darum, die Gesellschaft ganz anders zu machen. Da sind wir eng in der Postwachstumsdebatte und anderen verankert. Mhm. Vielleicht als Lösungsansatz, was kann man in den Alltagspraxen, in den Diskursen oder eben, wie kann man die Infrastruktur verändern? Wo muss man ansetzen, sei es von sozialer Bewegung, sei es von oben nach unten, dass man eine Veränderung herbeischafft? Und eine andere damit anknüpfende Frage, ich glaube, Rosa Luxemburg nennt das radikalen Reformismus, also dass man versucht, gleichzeitig von oben und von unten die Probleme zu bearbeiten. Sehen Sie das auch so? Muss man nur von unten soziale Bewegungen, wie es eher die Anarchisten machen wollen, oder eher von oben, wie es etatistische Linke machen wollen? Oder ist es ein Mix aus beiden? Und das würde ich Sie auch gerne fragen wollen. Ja, also unsere Antwort ist ganz klar. Das ist natürlich ein Mix. Und wir sind ja kritisiert worden für das Buch im 8. Kapitel. Das sei so ein bisschen von allem. Ja. Aber wir sagen, so ist es halt. Also es gibt nicht den goldenen Hebel. Ne? Jetzt die Debatte, ist es die Commons?
Oder ist es der Staat mit Infrastruktursozialismus? Oder ist es eben der Aufbau von sozialen Bewegungen etc.? Wir sagen, wir brauchen progressive sozialökologische Verschiebungen in allen Bereichen. Ne? Deshalb sprechen wir die Gewerkschaften an. Natürlich auch soziale Bewegungen, wo Markus Wissen und ich stark herkommen. Kritische Wissenschaft spielt eine Rolle als Einsatzpunkt innerhalb des gesamten Wissenschaftssystems und anderes. Ich würde aber die Frage sozusagen jetzt auch der alternativen Ansatzpunkte erstmal so beginnen. Alternativen zu entwickeln, heißt eben auch, eine andere Weltdeutung zu haben. Also nicht die Weltdeutung, ich bin meines Glückes Schmied, die Politik macht eh, was sie will. Also dieser starke Zynismus, die Entpolitisierung unserer Verhältnisse, die ist ja Teil des Problems und die macht es ja den Eliten so einfach, ihre Interessen durchzusetzen. Also wie bricht da erstmal was auf? Und zwar gesellschaftlich, also jetzt nicht nur in den üblichen Szenen, ne, in den politisierten Szenen, wichtig genug, sondern auch gesellschaftlich. Wie kann, ich sag mal, normalen Menschen, die jetzt gar nicht explizit politisch denken, wieder eine Handlungsfähigkeit gegeben werden? Und da würden wir sagen, ja, es geht um verantwortungsvollen Konsum. Es geht darum, als Mensch eine Berufsentscheidung zu treffen, dass ich jetzt nicht per se reich werden will und für irgendwelche Börsenspekulanten oder große Investmentfonds arbeite. Wichtig genug. Aber wir würden erstmal sagen, Handeln für eine andere Lebensweise heißt politisches Handeln. Heißt, über soziale Bewegung, über progressive Politik, auch über progressive Unternehmen, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so zu verändern, dass die Menschen auch ein gutes Leben haben können. Also die Bedingungen einer solidarischen Lebensweise müssen geschaffen werden. Es ist ja nicht der Voluntarismus der Einzelnen, die vielleicht genug Geld haben, die können noch sagen, ich leiste mir halt andere Sachen. Sondern wenn wir gesellschaftlich denken, ist es eben darum, über Kämpfe, Konflikte, politisches Handeln, die Bedingungen eines guten Zusammenlebens, eines freien, auskömmlichen Zusammenlebens, das nicht die Natur zerstört und nicht andere Menschen ausbeutet. Das ist unser normativer Horizont. Und jetzt kommt Stichwort radikaler Reformismus, natürlich Politik heute dazu. Das kann man natürlich postulieren, aber was heißt es denn? Ne? Viele radikale linke Debatten bleiben dann oft abstrakt. Ne? Wir müssen raus aus der Tauschwirtschaft, das Geld ist das Problem, die Märkte sind das Problem etc. Und wir würden sagen, ja, wir brauchen schon eine radikale Kritik der Verhältnisse, aber wir brauchen auch Ansatzpunkte. Und da sind Stichworte gefallen. Wie wird der öffentliche Verkehr ausgebaut? Wie wird der sogenannte erzwungene Verkehr, also dass Menschen, weil Wien zu teuer ist, oder vielleicht auch Sofia, ich kenne mich jetzt in Bulgarien nicht aus, dass sie aufs Land ziehen müssen, ne? Dass sie jeden Tag 50 Kilometer mit dem Auto fahren müssen. Wie wird über eine andere Raumstrukturpolitik verändert? Also die Mobilität auch zu reduzieren. Wie wird jetzt die Digitalisierung gestaltet, ne? Die ja wahnsinnig viel Energie frisst und jetzt wird immer gesagt, das machen wir aus Erneuerbaren. Das geht sich nicht aus, das spielt sich nicht. Wie wird da wirklich anders nochmal Zusammenleben gedacht, dass jetzt nicht der ganze Hype der Digitalisierung durchgezogen wird. Und zwar ziemlich unkritisch bisher. Wie wird eine andere Ernährungsweise gedacht? Also raus aus der industriellen Landwirtschaft. Auch da die Einsatzpunkte. Ne? Da geht es so politisch jetzt um die Verhandlung der europäischen Agrarfonds. Ja, 300 Milliarden, das ist richtig viel Geld. Da gibt es massive Konflikte bis hin zu den lokalen Bauern, Bäuerinnen, die vielleicht umstellen wollen. Welche Unterstützung haben sie? Wollen sie das machen? Bis hin zur Macht der Supermärkte, ne? Die natürlich profitorientiert sind, etc. etc. Ich glaube, es wird schon deutlich, wie breit das ist. Und auf einen Punkt weisen wir besonders hin, der uns wichtig ist und der in linken politischen Debatten oft unterschätzt wird. Wir nennen das im Buch die oft unspektakuläre Entstehung einer solidarischen Lebensweise. Also ganz oft entstehen ja Praktiken, kein Fleisch zu essen oder nur noch gesundes Fleisch, aber viel weniger. Kein Auto mehr zu haben und zu nutzen, gerade von jungen Menschen, mit dem Radl zu fahren, zu Fuß zu gehen, den Öffi-Verkehr zu nutzen. Die entstehen ja nicht, weil jetzt jemand ganz politisch sagt oder organisiert ist, ich mache das anders, das braucht es auch auf der gesellschaftlichen Ebene, habe ich hoffentlich klar gemacht, sondern das sind ja kulturelle Veränderungen. Und die würde ich jetzt nicht überschätzen. Es gibt ja manche, die sagen, Wertewandel ist eh schon da und es wird alles grüner. Das würde ich nicht überschätzen, aber ich würde es auch nicht unterschätzen. Ne? Wenn Menschen massenhaft sagen, wir wollen kein Billigfleisch mehr, dann stellen sich die Supermärkte und die Produzenten, und das geschieht ja heute auch. Ja? Und das muss dann politisch auch eingebettet werden. Ne? Verbot von der Produktion von Billigfleisch etc. etc. Aber diese Alltagspraxis, die dann ja auch ermuntert werden muss, ja, die, wenn die Kinder, die bei Fridays for Future aktiv sind, ihren Eltern vielleicht am Abendessentisch sagen, was essen wir da eigentlich? Warum fliegen wir immer in den Urlaub? Das sind ja
ganz wichtige Veränderungen, die wir nicht unterschätzen sollten. Und deshalb sind soziale Bewegungen auch wichtig. Nicht nur, dass sie öffentlich was anzeigen, sondern dass sie die Diskussion anzetteln, ne? Um Selbstverständlichkeiten, um Alltag, auch im Arbeitsalltag. Ne? Was wird eigentlich in Österreich, in Bulgarien und woanders produziert? Das wäre ein ganz wichtiger Teil der Alternativen. Sie haben Voluntarismus gesagt. Das ist als Begriff gefallen. Was genau meinen Sie damit? Ist das sozusagen eben diese liberalen Floskeln, du bist der Schmied, also du bist der Schmied deines Lebens und du hast alles in der Hand? Und inkludiert das auch, wenn ich so an einen klassischen, gutbürgerlichen, grünen Wähler denke, der mit dem Fahrrad zur Uni fährt, der im 6., 7. Bezirk eine Eigentumswohnung hat, der absolut abgesicherte Lebensverhältnisse hat und so weiter, der höchstwahrscheinlich studiert hat, der eben aus einer ganz anderen sozioökonomischen Klasse herkommt. Und der kann sich's natürlich leisten, auf Billigfleisch zu verzichten. Und er hat ja das Geld, Martins Reformhaus oder wie auch immer, diese teuren Läden und Bioläden und so weiter. Und das kostet ja alles Geld, das geht in die Tasche. Und wie erklärt man einen Arbeiter aus dem 10. Bezirk, dass er jetzt auf sein Billigfleisch verzichtet, weil eben, wie kann man ihm dann einreden, hey, eigentlich dein SUV, das du als Statussymbol hast, ist eigentlich obsolet in unserer Gesellschaft, das geht auf die und so weiter, nachdem eben die Struktur ja schon so verankert ist, nachdem man ja aufgewachsen ist mit so Statussymbol eben. Und wie spielt der Voluntarismus hier eine Rolle? Also einerseits Verzicht, einerseits auf der personellen, subjektiven Ebene kann man das System verändern, aber wie genau kann das Subjekt jetzt mitwirken? Also ja, das ist natürlich eine ganz wichtige und schwierige Frage. Ich habe da keine klare Antwort. Ich würde nur sagen, wir müssen nicht jetzt eben als, ich sag mal, progressive Menschen den Arbeiterinnen im 10. Bezirk, die hoffentlich auch progressiv sind und eben diesen widersprüchlichen Alltagsverstand haben, nicht sagen, wie sie leben sollen, sondern es braucht andere Mechanismen anzuzeigen, und eben, das sind oft die eigenen Kinder, das ist die Gruppe, mit denen sie abends beim Bier sitzen oder beim Grillen oder wie auch immer. Vielleicht müssen wir was ändern, so geht es nicht weiter. Aber dieses so geht es nicht weiter, nicht mal kurz dahergesagt, sondern wirklich zu sagen, ich will das auch anders machen. Das wäre die subjektive Voraussetzung einer solidarischen Lebensweise. Und da gibt es viele Faktoren, wie gesagt, die Kinder, die Diskussion mit Freunden, vielleicht auch mal eine Geldknappheit, aber eben auch die Rahmenbedingungen. Also dann wird es kulturell attraktiv und auch erschwinglich, ein leckeres Sojaschnitzel zu essen oder auch ein ökologisch produziertes Fleisch, weil es vielleicht kein Billigfleisch gibt. Also nicht ein Verächtlichmachen, keine Moralisierung, sondern Lernprozesse anzustoßen, das geht oft mit Konflikten einher, und die Rahmenbedingungen zu schaffen einer anderen Lebensweise. Und jetzt könnte man es noch ausführen, aber sozusagen in die Richtung würde meine Antwort gehen. Also nicht jetzt sich auch nicht über die anderen zu erheben, weil der ökologische Fußabdruck der ökologisch Bewussten im 7. Bezirk in Wien ist am Ende viel höher als von Menschen mit wenig Einkommen im 10. Bezirk oder woanders. Eklat, als in Bulgarien sowieso. Voluntarismus meinen wir aber anders. Das wäre ja sozusagen eher sozusagen, wie viel Entscheidungsfreiheit habe ich? Voluntarismus als politischer Begriff hieße, ich kann rausspringen aus den Verhältnissen. Ich kann etwas postulieren von radikal anderem und dann mache ich das. Und da würden wir sagen, das unterschätzt die Bedingungen. Also natürlich muss es den Wunsch geben, was zu verändern, ne? In sozialen Bewegungen von Menschen in ihrem individuellen Umfeld. Ich sage immer auch Arbeit dazu, ne? Es ist nicht nur der Konsumalltag. Aber genauso wichtig wäre, dass das nicht rausspringen, also die Verhältnisse systematisch verändert werden, ne? Über viele Konflikte. Und Voluntarismus heißt Revolution. Ja? One Solution, Revolution. Oder Verzicht. Wir bauen zurück und dann wird das alles was. Das wären voluntaristische Herangehensweisen. Also rausspringen aus den Verhältnissen. Wir würden sagen, es muss ein darüber nachdenken geben über die Verhältnisse, eine Infragestellung geben der Verhältnisse, aber es ist halt nicht so einfach rauszuspringen, sondern die tiefe Verankerung der imperialen Produktion und Lebensweise, die ist ja eben genau Teil des Problems. Ich glaube, Slavoj Žižek sagt ja auch, es ist wichtig, die Frage zu stellen, was nach der Revolution kommt, the day after tomorrow. Also es ist halt schon wichtig, wie die Strukturen danach fortgeschrieben werden. Ja, da würde ich Žižek entgegnen, was heißt denn der Tag danach? Das ist ja eine Vorstellung eines Bruchs. Ne, was ist der Tag der Revolution? Dass mit einmal alles anders ist, und es wird ja nicht alles anders sein, weil wir sprechen ja eben nicht politizistisch, also die große Politik mit Žižek, also ich sag mal neoleninistisch. Ne? Wir, da gibt es ein Machtzentrum und wir übernehmen das Machtzentrum und dann überlegen wir ab Tag X, wie wird es anders, sondern was heißt denn die Subjektivität zu verändern?
das Begehren zu verändern, die Arbeitsverhältnisse, die Bildungssysteme, das ist doch wahnsinnig vielfältig und da brauchen wir am Ende Brüche, viele Brüche, ne? Raus aus der industriellen Landwirtschaft, raus aus der Automobilität. Aber es ist nicht der Tag X. Das halte ich gerade, das ist Voluntarismus. Das ist eine Vorstellung, da gibt es den Winterpalais, da gibt es die Zusammenfassung von politischer und ökonomischer Macht in einem Zentrum, über den Zar verkörpert. Und wenn wir das stürzen, dann können wir die Gesellschaft ganz anders gestalten. Und Žižek, der ja Psychologe ist, ja, interessanterweise, der ja dann gar nicht in den Blick nimmt, dass doch sozusagen ganz viel aus der alten Gesellschaft doch in den Köpfen, in den Begehren, in den Alltagspraktiken der Menschen erhalten bleibt. Und die auch zu verändern. Und ich würde jetzt sogar umgekehrt sagen, vor einem Tag X in Anführungszeichen, geht es doch heute darum, über Bildungssysteme, Lernprozesse, Nischen, Experimentierfelder, alternative Politiken, auch heute unter kapitalistischen Bedingungen, ja, Öffi ausbauen, öffentliches Wohnungseigentum, ökologische Landwirtschaft, da geschieht ja heute was, das zu stärken, damit dann, wenn der sozial-ökologische Transformationsprozess sich hoffentlich und vielleicht beschleunigt Richtung progressiven Veränderungen, dass dann schon was da ist. Und das wird im Tag X weggeredet. Dann geht alles sozusagen auf den großen Konflikt, auf den großen Endkonflikt. Wir natürlich als Intellektuelle sind auf dem Feldherrnhügel, ja, Herr Žižek ganz oben, und sagt dann, wie die Truppen zu rennen haben. Und dann macht er sich noch Gedanken, wie es sozusagen nach der gewonnenen Schlacht weitergeht. Und das ist Voluntarismus. Mhm, genau. Also, und Sie zitieren das ja auch im Buch mit Markus Wissen, indem Sie sagen, Sie zitieren da Pierre Bourdieu, mit dem Habitusbegriff. Also genau. Es müssen neue Gewohnheiten, genau. Neue Routinen, einen neuen Alltagsverstand braucht es, der eben solidarisch ausgerichtet ist. Und die Alternative zur imperialen Lebensweise, skizzieren Sie, ist die solidarische Lebensweise. Was sind so die Kennzeichen einer solidarischen Lebensweise? Ja, ich habe ja viel in der vorletzten Antwort schon gesagt. Also die Frage ist, wie werden die gesellschaftlichen Bedingungen für ein auskömmliches, freies, guten Leben und auch Arbeiten global ermöglicht. Also was heißt es, eine solidarische Mobilität in Wien, in Sofia, am Land, in Buenos Aires, auch dort auf dem Land zu haben, ohne auf Automobilität angewiesen zu sein oder schlechte öffentlichen Verkehr und Busse. Das heißt aber auch, darauf bestehen wir, es ist nicht nur das öffentliche Verkehrssystem als Nutzungssystem, sondern es ist auch die Produktionsseite. Also wie werden jetzt die Busse, Straßenbahnen, Züge gebaut? Das wäre sozusagen ein Beispiel dafür. Das zweite wäre eben im Landwirtschaftsbereich, was sind die enormen Bedingungen, die zu verändernden Bedingungen, ne? Die enorme Macht der Agrarkonzerne, Saatgutkonzerne, Lebensmittelkonzerne in Frage zu stellen, Lebensmittelindustrie natürlich, um eine andere Ernährungsweise zu schaffen. Und auch da wieder, was sind die subjektiven Voraussetzungen? Wie kommt es dazu, dass Menschen sich das wünschen? Ich gehe zum lokalen Bauern, ich esse kein oder sehr wenig Fleisch und wenn natürlich sozusagen gut, wie immer das geht, bei Fleisch produziert, etc. etc. Und dann sind es eben gepaart um die Praktiken. Aber die Praktiken sind auch Alltagspraktiken und Arbeitspraktiken. Also wie sind Menschen vergesellschaftet, indem sie ihre Lohnarbeit oder vielleicht am Ende keine Lohnarbeit mehr so machen, dass sie es auch das für sie ein wichtiger Bereich ist, dass sie dazu beitragen, die Gesellschaft wird besser. Heute heißt Lohnarbeit, ich will dafür Geld. Und viele nehmen dafür und müssen dafür jede Arbeit annehmen, ne? Damit sie mehr oder weniger auskömmlich leben. Und in einer guten Gesellschaft, die ein gutes Leben für alle ermöglicht, hätten wir Elemente von Wirtschaftsdemokratie, andere Formen der Gesellschaft in Arbeitsteilung, nicht die Männer in Hochlohnjobs, die Frauen in Niedriglohn und machen die Reproduktionsarbeit etc. etc. Also das wären Elemente einer Gesellschaft, einer solidarischen Lebensweise. Mhm. Ja, ich habe keine weiteren Fragen. Mhm. Super. Ja, ich danke Ihnen, Herr Professor Ulrich Brandt, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen für das spannende Gespräch. Vielen Dank für die schönen Fragen.